Genau, der ist Rudi. Ja, sicher. Was ist los? Ist was passiert? Ich dachte, ich sag's dir lieber gleich. Aber sein Anwalt. Und ab und zu braucht er ein bisschen Abwechslung. Jenen, mal einer aus dem Kongo. Und er meinte, er hat da einen Typen, der hat ein nettes Apartment. Ziemlich sweet eingerichtet. Schöne Minibar. Korrekt. Was willst du? Ich mache dir ein Angebot. Ein Angebot bedeutet mir nichts, Otto. Es ist nicht mehr wert als Fliegenscheiß auf der Windschutzscheibe. Bedeutet mir nichts, Otto. Es ist nicht mehr wert als Fliegenscheiß auf der Windschutzscheibe. Nein, ich will gar nichts. Es war grausam. Ich weiß. Ich habe letzte Nacht von dir geträumt, Erichsen. Du warst tot. Und? Wer war es? Hast du den Täter erkannt? Du nimmst es gar nicht ernst. Jemand hat dich erschossen. Immer wenn ich vom Tod träume, mache ich einen großen Bogen um den Tag. Aha. Was ist zwischen uns, Erich? Zwischen uns sind 2 Croissants, 2 Tassen Kaffee, 2 Zigaretten. Komm los, was ist mit uns? Das passiert andauernd. Ist aber egal, solange die mein Honorar zahlen, können die gerne träumen. Es hört sich abgefuckt an, aber wir müssen abgefuckt sein. Abgefuckt? Wer sagt denn sowas? Bei dir ist das natürlich was anderes. Das glaubst du vielleicht. Du zahlst den Erichs einen Spezialtarif. Das geht ja gar nicht. Wie rechnest du das ab? Mein Problem. Ich will aussteigen, Erich. Warum erzählst du das mir? Wem denn sonst? Ich bin Polizist. Das muss alleine kriegen. Wieso das denn? Ich komme verschwitzt aus dem Flieger. Gerne wissen, wen Sie da beglücken, verstehen Sie? Wenn Sie mir die Dame noch mal schicken könnten. Klar, aber das kostet Sie dann 500 extra. Ist ein anderer Tarif. Nein, oh Mann, Dienstmädchenkittel. Klar, kann sie machen. Aber wenn sie da vor Ihnen auf dem Boden rumkriechen muss, dann wird das ein harmloser Spießer. Wenn er Ärger macht, sagst du Bescheid, kapiert? Der ist nicht harmlos, Dickie. Hauptkommissar Erichsen, kann ich Sie kurz mal sprechen? Ich hab einen Termin. Ja, mit mir. Erich.